Es war ein Gedenkgottesdienst, wo es um den Anschlag ging und die betroffenen Menschen, und den wir in großer Gemeinschaft gefeiert haben, weil so viele Menschen erschüttert sind, in Bruckstedt, in der ganzen Region, aber im ganzen Land. Und so sind wir zusammengekommen und haben unsere Klage und Trauer zum Ausdruck gebracht und auch versucht, uns gegenseitig auch zu stärken. Wir stehen mit leeren Händen da, das haben Sie heute gesagt. Was meinten Sie damit? Ich meinte damit, dass angesichts dieses Unglücks im Zug auf dem Weg von Kiel nach Hamburg, in Brockstedt, wo zwei Menschen ums Leben gekommen sind und wo andere Schaden genommen haben, wie einfach ohne Antwort auf viele Fragen dastehen. Es gibt nicht den billigen Trost, sondern es gilt zunächst einmal auszuhalten, dass hier aus unerklärlichen Gründen zwei Menschen, die nichts davon geahnt haben, plötzlich aus dem Leben gerissen wurden und dass andere sozusagen mitgerissen worden sind. Und wir in diesem Gottesdienst heute Nachmittag hier in Neumünster der Trauer Ausdruck verliehen haben. Und das hat gut getan, dass so viele Menschen gekommen sind und gemeinsam zusammengestanden sind in dieser Situation der Ausweglosigkeit. Wie haben Sie den Gottesdienst persönlich empfunden? Ich fand bewegend, dass die Ministrantinnen und Ministranten aus der Gemeinde, wo eines der Opfer ja herstammt, mit dabei waren und auf diese Art und Weise ihre Trauer ausgedrückt haben. Ich bin dankbar, dass so viele aus dem öffentlichen Leben gekommen sind und an dieser Trauer mitgetragen haben. Ich fand das einen sehr dichten Gottesdienst, den wir hier miteinander feiern konnten. Was sagen Sie zu dieser Tat? Wie haben Sie sie aufgenommen, verarbeitet mit den Betroffenen? Als ich von dieser Tat gehört habe, habe ich selber erstmal fassungsloses Entsetzen und Erschrecken empfunden. Und mit dieser Fassungslosigkeit und diesem Entsetzen kommen natürlich auch ganz viele Fragen. Auch viele Fragen, die heute hier in diesem bergenden Raum des Gottesdienstes zu spüren waren, die im Raum waren, die angeklungen sind. Und diese Fragen, die beschäftigen auch mich noch, wie sicherlich auch viele Angehörige und auch viele Betroffene selbst. Was sind das für Fragen, von denen Sie sprechen? Ja, es sind zum Beispiel die Fragen, wie eine solch brutale Gewalt stattfinden kann und dass es passiert, dass Menschen Opfer brutaler Gewalt werden, das hinterlässt ja keine Zustimmung, sondern ganz viel Zweifel und Fragen. Auch die Frage, die ich am Anfang formuliert habe, die Suche nach Trost. Gibt es Trost angesichts solcher Ereignisse? Und die Suche nach einem bergenden Raum, und das kann diese Kirche sein, das kann ein Gottesdienst sein, in dem all diese Fragen, in dem die Zweifel und die Ängste einen Raum und einen Ort finden. Wir sprachen von Trauer, aber es herrscht auch Wut. Wie gehen wir damit um? Wie geht man damit um? Ja, auch Wut gehört dazu, weil wir spüren, dass das, was wir in unserem Alltag eigentlich für selbstverständlich halten, plötzlich nicht selbstverständlich ist. Das heißt, dass also mitten im Alltag unerwartet eine solche Tat begangen werden kann, in einem Zug, den viele Menschen ja nutzen. Viele Menschen werden sagen, es hätte mich vielleicht auch treffen können. Und die Fassungslosigkeit führt zu Wut, sie führt aber auch für die anderen zum Schweigen. Und deshalb ist es wichtig, miteinander zu reden, auch miteinander zu diskutieren, aber vor allen Dingen innezuhalten und an die zu denken, die in ganz besonderer Weise betroffen sind, und die Anteilnahme auch für diese Menschen auch zum Ausdruck zu bringen. Der Bundeskanzler war hier. Ist sowas wirklich ein Trost für die Menschen? Oder wie würden Sie das sehen wollen? Ich denke, das zeigt, wie groß die Anteilnahme wirklich ist und dass es eben nicht nur ein regionales, fürchterliches Geschehen ist, sondern dass es doch von der Öffentlichkeit, auch von der Politik sehr wahrgenommen wird und auch Anteil genommen wird, natürlich auch diskutiert wird. Es wird auch politisch sicherlich weiter diskutiert werden müssen, aber es ist eher ein Zeichen einer ganz großen Anteilnahme, dass so viele Politikerinnen und Politiker hier waren. Dies ist doch heute ein Tag der Trauer und nicht der Diskussion. Und dass diejenigen, die politische Verantwortung tragen, ganz große Verantwortung tragen und es auch versuchen, nach menschlichen Maßstäben so gut wie möglich zu machen, ist auch klar.
Und ob es Versäumnisse gegeben hat, das muss ja noch geklärt werden. Das ist ja Teil der Debatte, der politischen Debatte, die auch geführt werden muss. Ich finde, das muss ab morgen passieren und in der Woche. Aber heute ist der Ort, zusammenzukommen in der Trauer, in der Fassungslosigkeit und in einer Kirche, wo es ja auch darum geht, diese Trauer auch Gott auszudrücken gegenüber Gott und in den Gebeten zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig danach zu schauen, auch was Hoffnung macht. Und Hoffnung muss doch machen, dass Gewalt und Terror nicht das letzte Wort haben dürfen, sondern dass wir alle miteinander Verantwortung haben, dass eine Gesellschaft eben nicht davon geprägt wird, sondern dass es andere Werte sind, die sich durchsetzen am Ende.